Vor. Die Wetterlage versprach Riesenwellen in Rekordhöhe und das Meer lieferte. Nazaré an der portugiesischen Atlantikküste, einer der besten Spots der Welt für surfbare Monsterwellen. Big Wave Surfen ist eine eigene Disziplin im Profisurfsport. Hier geht es nicht um Tricks, Sprünge oder Eleganz, sondern einzig und allein um die Höhe der Welle und darum, auf dem Brett zu bleiben. Stürze sind lebensgefährlich. Seit 1994 kamen mindestens 6 Profis bei der Ausübung ihres Sports ums Leben. Diese Bilder vom Donnerstag werden möglicherweise noch oft gezeigt, denn nach Einschätzung von Insidern könnten diese Wellen die höchsten gewesen sein, die je ein Mensch geritten hat. Ein Aspirant auf den Rekord ist ein Deutscher, Sebastian Steutner, der seit Jahren in Nazaré zu Hause ist. Die Auswertung der Bilder und damit die nachträgliche komplizierte Messung der Wellenhöhe mithilfe von Experten aus der Wissenschaft kann allerdings noch Monate dauern. Die Weltsurforganisation WSL hatte erst im September den neuen Frauenweltrekord bekannt gegeben, aufgestellt von der Brasilianerin Maya Gabeira im Februar mit 22,40 Metern. Den bisherigen Rekord bei den Männern hält ihr Landsmann Rodrigo Kocha mit 24,38 Metern aus dem Jahr 2017. Den könnte er jetzt jedoch verloren haben. Linda.